Als Kind war Advent für mich zu Hause den Abend verbringen, den Adventskranz anzünden, Tee oder Punsch trinken, vielleicht etwas singen, Geschichten vorlesen. In meiner Erinnerung war das eine sehr ruhige, eine besinnliche Zeit. Die Schriftworte im Advent sagen dagegen was ganz was anderes. Seid wachsam, steht auf, kehrt um. Das klingt überhaupt nicht gemütlich, das klingt viel eher stressig. Das Adventslied »Mache dich auf und werde Licht« stößt ins gleiche Horn. Bleib nicht sitzen auf deinen vier Buchstaben, beweg dich, tu etwas, eben mache dich auf. Da geht es jetzt nicht um Fitness oder die Tracking-App, die meine Schritte zählt. Was ich tun soll, ist es auf der Welt heller machen. Ich soll dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht, dass sie es schöner haben, dass es angenehmer ist für sie. Damit das klappt, soll ich selber Licht werden. Also dieses Wort Licht ist nicht groß, sondern klein geschrieben und das ist kein Schreibfehler. Es ist ein Adjektiv, also ein Wie-Wort. Ich soll Licht werden, hell, freundlich, also mein ganzes Verhalten, vielleicht mein ganzes Wesen soll so strahlend sein, dass die Menschen gerne mit mir zusammen sind, weil es eben angenehm ist für sie. Das ist jetzt ein ganz schön hoher Anspruch. Und das klingt so gar nicht mehr nach Ruhe und Besinnung, sondern nach einer großen Aufgabe. Andererseits, ohne mich selber zu besinnen, ohne mir diese Inseln an Ruhe zu verschaffen, wird mir das wohl auch nicht gelingen, Licht zu werden. Ich brauche selber eine lichtvolle Basis. Licht werden heißt dann auch durchlässig, transparent werden für das Licht, das von Gott kommt und das unsere Dunkelheiten hell machen will. Dieses Licht will ja in mir leuchten. Die Frage ist, bin ich bereit? Bin ich offen dazu? Bin ich durchlässig? Kann ich mich davon beschenken lassen? Und bekommt dieses Licht auch die Chance, wieder nach außen zu dringen, weiter zu leuchten für die anderen? Gut, dass ich dabei nicht allein gelassen werde, denn wie es in dem Lied heißt, dein Licht kommt, also ein Licht, das für mich leuchtet. Der Text aus dem Propheten Jesaja sagt dann weiter, und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Damit tröstet der Prophet sein Volk vor 2600 Jahren und heute auch mich. Ich darf mich also auf den verlassen, der mein Leben heller macht. Der will, dass mein Leben gelingt, dass ich es gut habe. Ja, und dann werde ich auch noch einige gemütliche Abende verbringen und so Kraft schöpfen für das, was meine Aufgabe ist. Mache dich auf und werde Licht.